So, wir gucken uns das Video. Ich gebe den so eine Schelle an. Nicht wundern, das sieht so aus, als wenn ich es mir schon angeguckt habe. Es liegt daran, dass ich immer darauf klicke, um mir den Link zu kopieren, um es auf dem Desktop dann zu ziehen, ne? Viele wissen nicht, dass ich Tab. Ich snack mir nebenbei eine vegane Pizza rein und einen veganen Salat, yalla. Obwohl ich Surfers E-Sportler bin. Und damit sage ich, Junge! Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Alles Gute zum drittenjährigen, Carsten. Aber was macht das Einhorn mit dem Ziegenbart vor der Cam? Junge, einfach, Ello, Tricks nach. Oha. Doch, finde ich gar nicht witzig, Digga. Das tat weh. Ich meine, da kommt auch nur eine 16-Jährige, ne? Drauf, sich auf den Boden zu robben. Max, wer ist der aktuelle Bundeskanzler in Deutschland? Oh, okay. Olaf. Ehrenbruder Olaf. Hä? Nein. Oh, oh no. Oh no. Nein, Scheiße, das ist es. Ich weiß, wie er so aussieht. Hä? Halt. Hä? Als wenn Max das nicht wirklich. Also, Digga. Cool. Obama. Es ist nicht Merkel. Okay, ja. Es wäre Olaf Scholz gewesen. Ja, klar. Phoebe, was ist die Hauptstadt von Italien? Ja, das habe ich bei TikTok gesehen. Das ist wirklich, Digga, zieht euren Aluhut auf. Das tut richtig weh. Paris? Bruder, wer hat der ins Gehirn geschissen? Ja, also, ich hoffe, dass das eine Fake-Antwort ist, Digga. Ich hoffe, dass es eine gefakte Ich-will-ins-hungrige-Hugo-Video-kommen-Antwort ist. Das weiß ja sogar Onkel Monty. Rum. Oh mein Gott! Oh ja, das ist doch besser, dass ich merke, wie unangenehm es war. Ich hätte den Stream ausgemacht, hätte das VOD gelöscht. Und Clips alle löschen. Fertig. Und Max, wie viele... Nein, nicht rum, sondern rum mit O. Ist meine Aussprache heute feucht, oder was? Monate haben 29 Tage. Einer. Ah, warte. Wie viele Monate haben 29 Tage? Zwei? Alle. Ah, der... Achso, nee, gar nicht wahr. 28,2. Ah ja, Klassiker. Auch reingesteppt, alle. Ah, okay, Fanfall. Aber no, 28 Tage hat nur der Februar? Oder gibt es noch einen? Ich glaube, nur der Februar, ne? Es gibt ja einen Monat, der hat nur, geht nur bis zum 28. So meine ich. Und das ist nur Februar, oder? Oder gibt es noch einen anderen Monat? Nee, ich glaube, nur Februar. Das meine ich, Mann. Okay, die wird jetzt hier gezündet, ne? Die ausgeschriebene Form von LED ist Light Emulating Diode. Richtig oder falsch? Ja, richtig. Das ist falsch. Es wäre Light Emitting. Phoebe, in welcher Stadt steht die Freiheitsstatue? Boah, das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Warte mal. San Francisco war diese Brücke, dann würde ich sagen New York. Zeit ist um. Ja, Zeit ist um. Nee? Das, komm, Phoebe, das heißt du. Nee, Zeit ist um. Egal. Richtig? Ah, ja, gut. Hm, gut. London oder so. London, also Phoebe, wirklich. San Francisco war, wie heißt denn die Brücke da nochmal? Diese ganz berühmte, heißt die Golden Gate Bridge? Hm? Digga, Phoebe, sag doch einfach gar nichts, Digga. Sag doch einfach mal gar nichts, Mann. Wenn ich so eingeladen werde, wenn ich hier immer ist, dann rausgehen. Romatra, wie ist die Hauptstadt von Schweden? Die Hauptstadt von Schweden? Boah, da war ich noch nie. Aber mir ist ja scheißegal, ob ich mich zum Idioten mache. Habe ich ja schon auch 100 Mal. Ich gucke auch nicht in den Chat. Schweden, ich würde jetzt mal sagen Stockholm. Kommst du da? Hey, mit Hips? Wow. Richtig? Mit hohem Kopf. Ja. Oder besser Mann bin ich, wirklich. Easy. Moin, moin. Guten Appetit. Na? Ja. Wieland, dein Essen ist da. Ja, herein. Elternbesuch, Elternsprechzeit, Romatra. Isa, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Boah, mir schwebt eine Zahl im Kopf. Ich gucke hier nicht in den Chat. Also ich sag die Zahl jetzt, aber ich habe drei im Kopf. Ich sag die Zahl 16 Stück, aber könnten auch 18 oder 21 sein. Ich glaube aber 16. Der Profi, Digga. Bin ja ganz, doch nicht so doof, Digga. 12. 16. Basti, buchstabiere Lapalie. L-A-P-P-A-L-I-E. Ist das Lapalie? Meinst du Lapalie? Oh nein! Lapalie! Ja, ich hab Brief gevotet. Drinking warm, feeling fine. Aber das ist auch der Vorteil von einer Tür einfach. So eine Tür ist viel mehr als eine Raumtrennung. Eine Tür ist auch so lärmdämmend. Und dafür bin ich habe mir noch nie so viel Gedanken über Türen gemacht. Dafür bin ich gerade ehrlich sehr dankbar. Also ehrlich, danke an alle Türen. Habe ich noch nie so gesagt, ist mir jetzt aber auch erst klar geworden. Keep bleeding, keep bleeding, love. I keep bleeding,
Keep, keep. Bruder Sascha, lass dein bleiben. Bleeding love. Mit Ehrenbruder Alam werden noch einige coole Dinge passieren. Ich glaube, ich habe noch nie zwei so hässliche Menschen gesehen. Adam, seine Hairline ist bodenlos. Moment. Wir landen, Chef. Wir haben die Landebahn. Ich sag mal so, ich habe von vielen schon gehört, dass sie mich nicht um meine grauen Haare beneiden, aber mich beneiden, dass bei mir nirgendwo die Haare rausfallen. Vielleicht kann man, können jetzt nachvollziehen, es ist in dem Moment irgendwie trotzdem ein schwacher Trost, weil man sich halt irgendwie wünscht, dass man keine grauen Haare hat mit 34. Andererseits bin ich froh, dass mir nirgendwo Haare rausfallen. Ich glaube, ich habe noch nie zwei so hässliche Menschen gesehen. Ronny Berger auf dem Oktoberfest. Wollen die Leute nicht, dass die Leute auf den Tischen tanzen? Wärst du von den Tischen runtergezogen, wenn du beim Oktoberfest dich auf den Tisch raufstellst, oder was? Ja, direkt, aber warum denn? Dann wärst du rausgeschmissen? Sah für mich gerade schon so aus, als wenn das Schlägerei ist. Ab Hä? Ronny Berger, bleiben Sie stehen! Hallo, Digga, ist du in unserem Film? Bro! Hier ist voll rutschig! Kommen die gut weg? Den Clip habe ich bei TikTok gesehen. Dass der Typ, der auf dem Tisch getanzt hat, direkt rausgeschmissen wird. Aber Bruder, was ist das denn hier im Salat, Mann? Ey, Bruder, das ist Salat. Das ist ein riesen Oschi, Digga. Schmeckt aber gut. Die Gebäcke hier? Das habe ich ja nicht verstanden, warum die so pischig war. Wie bitte? Wie bitte? Also ich meine, wir haben da eine Situation. Ich bin ja selber jahrelang mit meinen Großeltern auf den Markt gegangen. Waren ja 30, 35 Jahre Markthändler. Auf dem Fischmarkt und. Egal ob angestellt oder selbstständig. Wenn du keinen Bock auf den Job hast, dann bleib zu Hause. Sei mir nicht sauer. Ist ja nicht mal unhöflich gewesen. Er fragt einfach nur, ob die Dinger gut weggehen. Und als Antwort kommt, schaut's leer aus. Wenn man nicht gefilmt werden möchte, dann verstehst du, dann sagt man bitte nicht hierher filmen. Aber da fühle ich die Dame überhaupt nicht, Digga. Okay, alles klar. Schönen Tag noch. Also, die hatte gar keinen Bock. Bro, wir müssen schlafen. Guck mich mal zweimal an. Also, habt ihr die Dame da gerade am Brezelstand verstanden? Ronny war ja nicht mal in irgendeiner Art und Weise unhöflich. Fand ich schon sehr schade. Aber sie war nicht unhöflich. Ja, wenn du die Dame fragst, ob die Dinger sich gut verkaufen und als Antwort kommt eine patzige Aussage, schaut leer aus. Ich weiß nicht, ob das höflich ist. Wieder mehr Aktivität. Ich denke mir so, hä, warum wird mir das angezeigt? Dann gucke ich, Danny? Ah, Solution. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich ihm folge auf Twitter, weil da kommt ja nie was. Gucke ich rein. Letzter Post. Ich verarsche euch nicht, Chat. Ihr könnt es sehen. 21. Januar 2021. Nicht 22. Moin. Ab jetzt wieder mehr Aktivität auf Twitter. Stream ist live. Erstmal der reagierende Post. Ein Jahr und drei Viertel. Nichts auf Twitter gepostet. Ich fass es nicht. Es ist jedes Mal. Ich erkläre euch warum. Solution hat sein Passwort vergessen und kann sie nicht mehr in seinen Account einloggen. Der Typ ist verloren. Wenn irgendein Geräusch kommt, haut jemand 2 Euro raus. Ich dachte, die Leute schälen so ein bisschen. Ich hab's extra auf 200 Bits gestellt. Ich bin ein dummer, hässlicher, fetter Oger. Mach dein Aufschuh, mach dir euch mal eine Leitung raus, du Dumme. Yes, Daddy! Oh, Digga, was ist denn heute los? Ey, Leute, nimmt mir das nicht übel. So kann ich nicht anständig reagieren. 540 Gramm Sipoli mit weißem Logo gibt's. Die noch nicht aufgecheckt haben. Ey, ich muss das ausmachen. Tut mir leid, Leute, das geht gar nicht. Wie bitte? Ja, kann ich bitte weiter das Video angucken? Oh.
Ja. Ich kann es bei Reactions nicht anmachen. Wer ist da eingeschlafen von euch, Alter? Uwe ist ein Ding noch? Ah, ich bin so ein Goofy! Oh mein Gott! Lass dich drüber reden, Ich schau nicht in den Chat, es war mit Absicht. Damit ich hier ins Zugu-Video komme, es war mit Absicht, haha. Das ist ehrlich für mich. Ich bin hier! Ah, hey, Hallo! Also, klar, jetzt ist offensichtlich super hässlich. Coco, Coco, komm hier! Was würde Max zu meinem Hund sagen? Coco, würde Max sagen, der ist süß oder hässlich? Bist du süß oder hässlich? Er wird fragen, ob das überhaupt ein Hund ist. Also wenn er das sagen würde, ja. Wenn er hässlich sagt, ja, dann komme ich vorbei und gib ihm so eine Schelle. Oh, Coco, du bist doch nicht hässlich. Ist schon feinig. Also ich kannte vorher nur alte Omas, die so einen Hund hatten. Das ist eigentlich 100% ein Oma-Hund. Sie ist alles andere als eine Oma. Oh, danke für den Hinweis, Digga. Ich hab gehört, Honey Pooh wäre schon 67. Und unsympathisch steht auf Grannys. Oder, komm, lass gut sein. Ich zeig dir gleich Cocorino. Nein. Davon rede ich. Guck mal, ich habe am Anfang gesagt, bei der Gamescom laufen viele NPCs rum, da war einer. Also das ist ja wirklich wie aus dem Buch. Die kannst du so gut interviewen, weil was war das denn? Was war das denn für ein Modus? Komm hier! Mann, bitte, komm doch einfach, bitte! Komm hier! Guck mal, der ist so dumm, ne? Der ist so dumm, Chat. Der ist so ein NPC. Komm hier! Das ist so Berlin, Alter. Das ist einfach eine GTA-Lobby. Sali Bonani. Fettroller. Berlin einfach. Das ist so Berlin. Da habe ich geheiratet. Das ist in GTA am Würfelpark. Ja. Ich bin allgemein kein Mensch, der Staub wischt. Vielleicht ist deswegen auch noch mehr Staub bei mir. Aber ich merke das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so mache, dann ist hier zum Beispiel... Mann, als ob ihr hinter euren Monitoren Staub wischt. Monte war noch nicht mal nominiert. Bruder, da hab ich erstmal gesagt, Digga, da kriegst du eine Krawatte, erstmal den Vita weg. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gucken das Video oder ich mach das Ding aus. Ja, okay. Haben die geschrieben, Stream aus? Du gelaufen für die Sohn.